Mein Name ist Gerda Schönbucher. Ich komme aus Fellberg im Kreis Schwäbisch Hall und koche heute eine typisch schwäbische Spezialität, und zwar Spätzle. Dazu benötigen wir 300 Gramm Weizenmehl, 3 Eier, Salz nach Belieben und Wasser. Nun gebe ich die Zutaten nacheinander in die Schüssel. Zuerst beginne ich mit dem Mehl, dann schlage ich die Eier auf. Und anschließend das Salz, nach Belieben, je nach Geschmack ein bisschen weniger, ein bisschen mehr, und zum Schluss das Wasser. Dann rühre ich alles kräftig durcheinander, bis die Flüssigkeit das Mehl ziemlich aufgenommen hat. Ich schlage nun den Teig kräftig auf, bis er schön glatt ist und sich Blasen bilden. Jetzt ist er fertig und ist so beschaffen, dass er also zähflüssig vom Rührlöffel läuft. Es empfiehlt sich auch, den Teig so circa 10 Minuten bis eine Viertelstunde stehen zu lassen, damit er noch ein bisschen abbindet. Es gibt verschiedene Arten, die Spätzle zuzubereiten, und ich werde Ihnen heute 3 davon präsentieren. Einmal das ursprünglich schwäbische Arbeitsgerät für diese Spätzlezubereitung, das Spätzlesbrett mit Spätzleschaber, wie es unsere Groß- und Urgroßmutter schon benutzte. Dann den Spätzleshobel und die Spätzlesmaschine. Nun bringe ich den Teig auf das Spätzlesbrett. Nun streiche ich den Teig etwas glatt, und wichtig ist, dass er vor allem vorne ziemlich dünn und glatt ist. Nun lege ich das Spätzlesbrett auf den Rand des Kochtopfs, vergewissere mich noch einmal, dass das Wasser kocht, und dann werde ich die Spätzle einlegen in das kochende Wasser. Dazu muss ich dann den Spätzleschaber ein wenig befeuchten und auch den Teig, und dann kann ich loslegen. Und ich muss mich bemühen, dass die Spätzle ziemlich klein werden und dass ich nicht allzu große erwische, obwohl das die Lieblingsspeise gerade die großen mancher ist. So, das wäre nun geschafft. Jetzt verteile ich die Spätzle im kochenden Wasser ein wenig mit dem Schaber oder mit einem Rührlöffel, geht es auch, bis die Spätzle an die Oberfläche des Wassers kommen und dann mit circa eine Minute noch im Wasser verbleiben. Nun nehme ich den Spätzleseier und fische mit diesem die Spätzle aus dem kochenden Wasser. Dann schüttle ich das kochende Wasser noch etwas ab, und anschließend, sehr wichtig, damit die Spätzle nachher nicht zusammenkleben, werden sie mit kaltem Wasser kurz abgeschreckt. Jetzt verwenden wir als zweite Variante den Spätzleshobel. Ich bringe den Teig auf den Hobel, verstreiche diesen wieder und drücke dann einfach den Teig durch diese Löcher. Nach ein paar Minuten sind die, sagen wir, das sind jetzt eigentlich keine Spätzle im Originalsinn, sondern richtige Knöpfle, wie wir im Schwäbischen sagen, aber die bestimmt genauso gut schmecken.
Nun die dritte Variation der Spätzle, und zwar mit der Spätzlesmaschine. Ich bringe nun wieder den Teig in die Spätzlesmaschine. Schließe den Deckel und presse den Teig einfach in das kochende Spätzleswasser. Dazu muss ich die Maschine ein bisschen hochhalten, damit die Spätzle länger werden. Das sind nun die drei Variationen der schwäbischen Spätzle. Ich wünsche einen guten Appetit und vor allem ein gutes Gelingen.